Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Pressbriefing über den Stand der Batterieforschung und den Ausblick auf Ihre Zukunft in Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir anfangen, erst einmal den üblichen technischen Hinweis. Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen über das sogenannte F&A-Modul zu stellen bei Zoom. Meine Kollegin nimmt sie dann hier auf, sortiert sie und spielt sie mir zu und ich stelle sie dann hier. Das machen wir, damit wir die Fragen alle zusammen beantworten können und alle zusammen die Antworten hören können und damit wir die Forscherinnen und Forscher nicht ablenken von dem, was der andere sagt. Wäre nett. Zum Inhalt. In unserer Einleitung haben wir gefragt, ob die Batterieforschung in Deutschland den Klassenerhalt schafft. Und das haben wir natürlich gemacht, weil auch die Batterieforschung ganz erheblich gekürzt worden ist nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Und wir wollen gucken, wie sich das eigentlich auf die, wie sich das jetzt auswirkt für die Entwicklung einer Technik, die als Schlüsseltechnik gilt für Mobilität und als Schlüsseltechnik für Energiewende. Beides wichtige Themen für die Zukunft. Und beides Themen, wo wir in Deutschland nicht unbedingt noch führend sind, wenn wir es gerade was die Batterieforschung angeht. Wir wollen daher in diesem Gespräch zwei Blicke werfen. Wir wollen zum einen fragen, was die Batterieforschung erreicht hat, ob sie mithalten kann. Und wir wollen im Oh. Also, bist du noch da? Ja, es hört sich an, als wäre Herr Gentke ausgefallen. Genau, ich denke, wir machen vielleicht einfach mal, wir warten mal kurz, ob er sich gleich fängt. Ansonsten können wir noch mal schauen, ob wir hier die Teilnehmer dann einfach eben schnell vorstellen. Genau, also wir haben ja hier, wie wir sehen, Professor Dr. Martin Winter von der Uni Münster. Der genau vor allem an Material und den Zellen forscht, der Leiter des Helmholtz-Instituts in Münster ist, was eine Außenstelle des FZ Jülich ist und da eben auch die Batterieforschung betreibt. Und ja, als sie 2008 nach Deutschland kam, gab es diesen Batterieforschungszweig hier ja praktisch gar nicht. Und jetzt, 15 Jahre später, sieht die Lage aber ganz anders aus. Es gibt mehrere Batterieforschungszentren hier in Deutschland, da hat sich eine ganze Industrie entwickelt. Und jetzt stellt sich eben die Frage, welche Materialien stehen eigentlich im Zentrum der deutschen Forschung und was müssen die Deutschen noch tun, um aufzuholen? Da ist auch Herr Gertke wieder, aber Sie können ja vielleicht schon mal mit Ihrem Eingangsstatement anfangen. Danke. Ja, sehr gerne. Ja. Hallo auch von mir an alle, die hier zusehen und zuhören. Ja, Martin Winter, ich bin Materialwissenschaftler, Chemiker, mache auch ein bisschen Prozesstechnik, gehe also auch in die Batteriezellen hinein. Wir haben im Moment drei Schwerpunktthemen in dieser Forschung an neuen Materialien und Zellchemien. Das eine ist, wie werden wir die Lithium-Ionen-Batterien von heute besser, sicherer, kostengünstiger und nachhaltiger machen? Das zweite Thema ist, gibt es auch Technologien, die noch höhere Energieinhalte haben, mehr Reichweite geben, mehr Betriebsdauer geben? Also insbesondere die Lithium-Metall-Technologie und die bekannteste Lithium-Metall-Technologie ist die sogenannte Feststoffbatterie. Und dann gibt es die dritte Forschungsrichtung, das ist Verzicht auf kritische Materialien, einfache Zellchemien, wenn es geht, ohne Lithium, ohne Kobalt und auch andere kritische Werkstoffe. Und diese drei Themen versuchen wir nebeneinander zu bearbeiten, mit dem klaren Fokus, dass einige Sachen dann doch Zukunftsmusik sind, nähere oder fernere Zukunft, und die Lithium-Ionen-Technologie eben das ist, was uns heute beschäftigt. Und weil wir ja nochmal, vielleicht können Sie noch ganz kurz nochmal skizzieren, weil Sie ja die Zell- und die Materialforschung eigentlich machen im Vergleich zur Batterie. Was ist denn genau, wo unterscheiden sich denn genau die Zelle und die Batterieforschung voneinander? Also, Ja, also wie tauchen. Im Prinzip haben wir eine Wertschöpfungskette. Bei der Elektromobilität steht am Ende das Auto und am Anfang stehen die Rohmaterialien, die zum Beispiel aus irgendeinem Berg kommen. Die Rohmaterialien werden dann verfeinert zu Spezialchemikalien. Die werden zu Komponenten verarbeitet. Berühmte Komponenten sind zum Beispiel die Elektroden, also die Plus- und Minuspolelektrode. Die werden dann zu Zellen verbaut. Und viele Zellen in Serie oder parallel geschaltet ergeben dann ein Batteriesystem. Das Batteriesystem kommt dann zum Beispiel in einen Antrieb hinein und wird dann im Elektroauto verbaut. Vielleicht nochmal so die
Die Kostenrelation, es ist ja allen bewusst, dass im Elektroauto die Batterie ein signifikanter Kostenträger ist. Von den Batterien ist es so, dass die Batteriezellen ungefähr 80% der Kosten ausmachen derzeit. Und von den Batteriezellen machen 80% dann die Materialien aus. Also es ist schon so, dass die Materialien und die Zellen nachher dann den Hauptkostenpunkt liefern. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen sich nicht wichtig sind. Es ist einfach nur im Moment die Situation, wie sie sich darstellt. Klasse. Vielen Dank, Professor Winter. So, kurze Erklärung, warum war ich eben weg? Unser Rechner im Studio meinte, er müsse Zoom abschießen für irgendein Update. Tut mir leid, das war nicht vorherzusehen. Sind wir wieder da? Und Professor Sauer hat es genau abgepasst. Erst genau zu der Sekunde hat er sich eingewählt, als ich ihn auch Fragen vorstellen wollte. Er ist Professor der RWTH Aachen und arbeitet vor allen Dingen daran, wie aus diesen Zellen ganze Batterien entstehen nachher. Und von ihm wollte ich eigentlich jetzt wissen, welchen Stand da die deutsche Forschung eigentlich hat in Deutschland im Vergleich zu den internationalen Mitbewerbern. Ja, ich war irgendwie auf dem anderen Kanal noch unterwegs. Ich habe die ganze Zeit immerhin schon gehört. Genau, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Ich glaube, gerade in dem Bereich, was das Batteriesystemdesign angeht, da brauchen wir uns tatsächlich vor der Welt nicht zu verstecken. Das sind viele Kompetenzen, die auch gerade aus dem klassischen Automobilbau hier übernommen werden können. Unsere Zulieferer in diesem Bereich sind sehr stark. Und das gilt eben für die Elektronikkomponenten, das gilt für den mechanischen Aufbau, für die Sensorik an der Stelle. Also ich glaube, da sind wir auch auf der industriellen Seite durchaus auf der Höhe der Zeit. Also es gibt zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, das in Korea jetzt große Batterie-Pack-Fabriken laufen hat, um die koreanische Industrie mit Packs zu versorgen. In der Zellrichtung ist das ja noch eher umgekehrt, da arbeiten wir noch dran, aber im Packaging-Bereich. Ich glaube, kann man durchaus sagen, wir befinden uns auf der Höhe der Zeit. Vielleicht in Ergänzung zu dem, was Martin Winter gesagt hat, tatsächlich sind diese Aufwendungen für das Batterie-Packaging in Nicht-Automotive-Bereichen relativ gesehen teilweise leider gesehen sehr viel größer. Wenn man heute zum Beispiel so ein Photovoltaik-Hausspeichersystem hat, da liegt man mit den Systemkosten eher in Faktor 3, 4 über den Zellkosten. Im Railway-System hat man manchmal Faktor 5 oder mehr, weil da die Stückzahlen so klein sind. Ja? Da ist der Engineering-Aufwand für sichere Batteriepacks ist extrem hoch, Testing-Aufwand, aber es legt sich auf eine kleine Stückzahl um. Da ist natürlich der Automotive-Sektor mit seinen riesigen Stückzahlen, ist natürlich der absolute Benchmark, da, was den Preis nach unten hin angeht. Aber in anderen Anwendungen ist das tatsächlich, ist die Zelle eher der kleine Teil. Ja? Vielen Dank. Ja, der dritte bei uns im Bunde ist Dr. Axel Thielmann vom Fraunhofer ISI in Karlsruhe und er ist Innovationsforscher. Er hat unter anderem verglichen, welchen Kurs eigentlich andere Nationen wie China, Südkorea oder die USA eingeschlagen haben in Sachen Batterieforschung. Und von ihm würde ich gerne wissen, wie unterscheidet sich denn das eigentlich so das Gefüge von Batterieindustrie, Forschung und Politik in diesen Ländern von den Deutschen? Ja, man muss ja dazu sagen, wir waren in den letzten 15 Jahren hier in einer Aufholjagd in Deutschland und auch in Europa. Traditionell war Japan dort Technologieführer, wurde dann von den Koreanern eingeholt und mittlerweile beides sozusagen von den Chinesen. Insofern haben wir das hier mit ja, Innovationssystemen und Industriestrukturen zu tun, die schon lange etabliert sind. Und gegen die wir uns natürlich als auch hier in Deutschland und in Europa eben positionieren müssen. Wir haben aus ja, unseren Analysen gesehen, dass gerade diese Länder, hinzu kommt natürlich noch die USA, hier ganz aktuell wieder neue Strategiepläne auf den Tisch gelegt haben und auch gerade ihre Forschungsintensität noch mal weiter intensiviert haben. Und ja, in gerade dieser Phase eigentlich eines ja, massiven Markthochlaufs, eine Phase der hohen Geschwindigkeit dieser Diffusion. Und ja, in der Situation stehen wir jetzt natürlich, wo auch in Deutschland es einen Plan, ein Dachkonzept gibt zu Batterien und gleichzeitig natürlich auch auf der EU-Ebene, europäischer Ebene, eine Forschungsagenda sozusagen aktualisiert wird. Und ja, in dem Kontext sozusagen müssen wir uns positionieren. Wie ja schon gesagt von Herrn Winter und Herrn Sauer, haben wir uns hier in den letzten Jahren sehr gut aufstellen können, wenn wir die F&E-Output-Publikationspatente beispielsweise uns eben anschauen.
Was aber jetzt entscheidend ist, ist eben der Technologietransfer und die Industrialisierung. Und so viel vielleicht zu dem Ausgangspunkt aktuell. Vielen Dank, Herr Thielmann. Ja, dann würde ich gerne von Ihnen vielleicht als erstes gerne wissen, wenn wir uns jetzt mal, der Haushalt wird gerade besprochen, der müsste sogar gerade eben endgültig final abgestimmt worden sein und damit sind die Sparbeschlüsse ja jetzt Gesetz. Wie viele Lehrstühle und Forschergruppen reden wir denn in Deutschland überhaupt, wenn wir über Batterieforschung sprechen? Wer ist denn betroffen davon? Wer von Ihnen hat denn die besten Übersicht? Wollen Sie, Herr Thielmann, gleich weitermachen? Kommen Sie. Also, es gibt sicherlich einige Hotspots, will jetzt vielleicht auch gar keine einzelnen nennen. Also, es gibt eine ganze Reihe von Lehrstellen, aber auch eben Ausbildungszentren, die sich in den letzten Jahren eben etabliert haben und damit eben ja eine ganz große Expertenpipeline, sage ich jetzt mal, die sich aufgebaut hat. Und die es jetzt natürlich gilt, sozusagen ja weiter zu erhalten und weiter vorzubereiten für den Transfer eben in die Industrie rein. Wir sehen es heute schon, dass sich eben diese Strukturen so entwickelt haben, dass man gemeinsam mit der Industrie eben stark forscht und hier in der Regel die Leute schon fast bevor sie fertig sind, von der Industrie abgeworben werden und aufgenommen werden. Gerne im Detail vielleicht auch die Kollegen Winter und Sauer. Möchten Sie was ergänzen? Winter. Ja, ich kann das nur wiedergeben, also zu unseren Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnete Aussichten. Sie werden, wie das Axel auch schon gesagt hat, schon vor dem Zusammenschreiben der Doktorarbeit abgeworben, was auch dazu führt, dass Sie zu einem nicht unsignifikanten Teil die Doktorarbeit nicht mehr zusammenschreiben, weil einfach das Leben in der Industrie so fordernd und auch so schön ist. Und zum ersten Mal dann in Hochschulen haben eben dann kleine Gehälter, ein richtig gutes Gehalt. Das ist einfach so. Und man muss auch sagen, dass wo andere Zweige, gerade zum Beispiel auch in der Chemie, also ich bin ja Chemiker, dann nachher also Einstellungsstopps haben, einfach weil es der Chemie in Deutschland nicht gut geht. Bei den Batterien geht immer noch viel. Und also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen das auch sehr, dass jetzt das eingeschränkt wird, die Förderung und dementsprechend auch das Interesse der Bundesregierung, was sich ja auch da widerspiegelt in dieser Maßnahme, dann nachher so abgenommen hat, das beeinträchtigt schon, sag ich mal so, die Stimmung. Und ich glaube, dass wir da, egal was jetzt in Zukunft passiert, auf jeden Fall mit einer Delle da jetzt rausgehen werden. Also auch wenn es wieder besser wird mit der Förderung, die Mitarbeiter werden sagen, okay, Batterien stehen nicht mehr so im Kurs in Deutschland. Wir müssen uns vielleicht anders orientieren. Das ist also diese Nachhaltigkeit solcher Entscheidungen für die, welches Studium sich Menschen dann noch aussuchen, das ist, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, die Botschaft, die das trägt, diese Entscheidung. Ja, das ist fatal eigentlich, diese Botschaft. Ja, vielleicht einfach noch ergänzend dazu. Ich glaube, also wir reden immer über Forschungsmittel und übersehen dabei, dass diese Forschungsmittel eben die zentralen Mittel eben auch zur Ausbildung des qualifizierten Nachwuchses sind. Ja. Also jeder Forschungseuro mehr oder weniger, also gut, ein kleinerer Teil geht in Infrastruktur, aber der größte Teil geht in Personalkosten. Und gerade an den Universitäten sind das alles Leute, die ausgebildet werden und die dann eben, so wie Martin Witte das ja auch gerade beschrieben hat, die Universität auch dann sehr schnell verlassen. Also das heißt, die sitzen nicht hier auf Dauer irgendwo in einem akademischen Elfenbeinturm, sondern die Dutzenden von Doktoranden, Doktoranden, die an den verschiedenen Standorten ausgebildet werden, sind alle dafür da, um eben in der Industrie dann oder in die Industrie ja auch den Technologietransfer über Köpfe auch zu realisieren. Und ich denke, es ist so, dass wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht mit allen gesprochen, aber quasi an allen forschenden Stellen erstmal Einstellungsstopps verhängt sind. Ja, das heißt, wir müssen erstmal sehen, wie wir damit hinkommen, weil die Mittelkürzung ist ja so signifikant, dass völlig unklar ist, wie das weitergehen kann. Und ja, diese Delle, die Martin Winter gesagt hat, die wird sich ja so ganz schnell, vor allen Dingen eben in dieser
erstmal in den Zahlen der Einstellung, ob es sich dann sozusagen auch darauf auswirkt, indirekt, dass ja, junge Studierende weniger Chancen in diesen Bereichen sehen und sich dann anderen Bereichen zuwenden. Das kann natürlich ein zweiter Effekt sein. Das sehen wir ja insgesamt gerade in Ingenieurs- und Naturwissenschaften schon, dass wir da ein riesiges Problem haben, überhaupt ausreichend Nachwuchs in Deutschland an die Hochschulen überhaupt hinzubekommen. Und da ist dann natürlich ein großer Kampf zwischen den verschiedenen Bereichen. Und wir müssen halt sehen, dass wir die Leute dahin kriegen, wo wirklich auch die Zukunftstechnologien für uns liegen. Wenn ich Ja. darf, da auch gerne noch ergänzen, das ist jetzt sozusagen die Angebotsseite. Das Drastische ist ja auch, wenn man das Bild komplettiert und sich die Nachfrageseite anschaut. Also wir haben ja auch in unseren Arbeiten viel mit der Industrie gesprochen, Interviews geführt, auch Studien dazu angeschaut. Unter anderem auch, wenn man sich mal den Stellenmarkt, beispielsweise Stepstone-Datenbanken als eine Bedeutung in Deutschland eben anschaut, dann rechnen wir oder sehen wir eben, dass hier der Bedarf bei weitem eben größer ist als im Moment eben sozusagen an Fachkräften, an ausgebildeten Experten, Expertinnen eben nachkommt. Und diese Schere ist eigentlich ohnehin schon, wie wir es beobachten, in den letzten Jahren, dass die eben auseinandergeht. Also müssten wir eigentlich nicht noch nur von der Kontinuität eben reden, sondern eigentlich aktuell in dieser Phase sogar fast von der Intensivierung der Forschungsaktivitäten und dieser Nachbefüllung sozusagen dieser Pipeline. Und wenn das sozusagen diese Kontinuität jetzt in dieser ja hochdynamisch kritischen Phase sozusagen flöten geht, dann bedeutet das halt nichts Gutes für eine Planungssicherheit bei den Unternehmen, die eben darauf zählen. Und insofern ja, kann man sich ausmalen, welche größeren Strukturen hier drohen, eben dann sich nicht zu entwickeln oder zusammenzubrechen. Ich sehe das Thema, beschäftigt Sie. Wir haben auch noch eine Nachfrage dazu, aber erstmal Herrn Winter, bitte. Ich glaube, dass in Deutschland auch, dass wir sehr stark in einer Blase leben, dass wir das Gefühl haben, okay, das kriegen wir schon irgendwie so als Land gemanagt. Wir müssen einfach auch sehen, dass wir international in Konkurrenz stehen. Und unsere Mitarbeiter arbeiten für Firmen, die international tätig sind. Also unsere Absolventinnen und Absolventen, die uns verlassen, arbeiten für Firmen, die international tätig sind. Und die werden dahin gehen, wo die besseren Bedingungen sind, wo die Energie günstiger ist, wo es Kaufförderung gibt, wo sie Mittel bekommen von der Regierung, um Forschung zu machen und wo sie jede Menge Absolventen finden, weil das Thema weiter hochgehängt ist. Und dementsprechend wird die Industrie diese Entscheidung, ist ja nicht eine Einzelentscheidung. Es geht ja der Ausbau des Stromnetzes, der Ausbau des Ladenetzes, die Kürzung der Förderung über Nacht, die Kürzung der Batterieforschung, erstmal auf null, das war ja im Prinzip der Wunsch, auf null, jetzt auf einen Betrag, der nicht zu genug ist zum Leben, aber auch zu viel zum Sterben ist, über Weihnachten. Ich meine, die Botschaft an die Industrie ist klar. Dieses Land will diese Technologie nicht weiter fördern, geht woanders hin, wo das passiert. Und das ist das Dramatische. Ne? Und wir haben ungefähr 50% unserer Mitarbeiter aus dem Ausland. Einfach weil wir die gewonnen haben, weil die nach Deutschland kommen wollten, weil die wissen, das Thema ist hier hochgehängt, plus dass hier eben die tollen Ausbildungsstätten sind an den verschiedenen Orten. Und die werden sich jetzt auch sagen, okay, ich bin international sowieso aufgestellt, warum soll ich jetzt hier bleiben? Wo das absehbar ist, dass das Thema sich leider nicht gut entwickeln wird. Das ist echt das Dramatische, dass die ganze Welt wie verrückt an dem Thema arbeitet. Genau das Gegenteil, 180 Grad das Gegenteil macht von dem, was unsere Regierung macht. Und wir glauben dann, dass wir, weil wir ja sozusagen an uns denken, dass das dann hier trotzdem so weitergeht. Also wir brauchen den internationalen Vergleich, um uns da an der Stelle dann auch dann zu orientieren. Und im Moment passiert das leider gar nicht. Was man ja gerne dazu sagen, sagt so, aber es könnte jetzt ja langsam mal die Industrie einspringen. Das ist ja das klassische Argument, was dann kommt. Geht es denn? Kann sie denn in diese Finanzierungslücke einspringen? Herr Sauer, wie sehen Sie das? Ja, ich wollte vielleicht kurz auch noch zu ergänzen zu Martin Winter, was wir ja nicht nur sozusagen diese Kürzungen gerade auf diesem Forschungsbereich haben, gleichzeitig haben wir auch eine Inkonsistenz, weil es werden ja trotzdem noch weiter gefördert, der Aufbau reiner industrieller Produktionsanlagen, ne? Also diese Projects of European Common Interest, IPCEI-Projekte, das Geld ist ja weiter da. Das ist wahrscheinlich nicht kürzbar gewesen, weil es halt stark europäisch vernetzt und zusammenhängend ist. Aber das heißt also, wir schneiden sozusagen die Innovationspipeline und die Personalnachwuchspipeline ab und versuchen trotzdem irgendwas zu bauen.
Das ist dann echt schwierig. Was die Frage geht, natürlich kann die Industrie ein bisschen mehr investieren an der Stelle hinein, aber man muss ja immer mal ein bisschen gucken. Also, wie funktioniert denn in Deutschland auch die Unterstützung der Industrie? Da spielt die Forschung immer eine große Rolle, sowohl eben dadurch, dass man eine exzellente Forschungslandschaft vorhält, aus der Innovation und eben ausgebildete Menschen kommen einerseits, aber auch die Industrieunternehmen selber beteiligen sich massiv und bekommen darüber auch deutlich Geld. Das ist also einer der großen Faktoren, der eben auch Standortförderung in Deutschland ist. Ja, wir reden über anderen Ländern, über steuerliche Gutschriften und sonst was. Muss immer ein bisschen gucken. Es ist ja nicht so, dass bei uns nichts gemacht wird. Es hat ja auch Studien gegeben, die gesagt haben, eigentlich gibt Europa ähnlich viel Geld aus wie die USA, nur versteckter und verteilter. Und einer dieser verteilten Sachen ist eben auch die Forschungsförderung, die eben auch die Zusammenarbeit dort stärkt. Und vor allen Dingen, was wir eben auch sehen im Moment, die Firmen sind auch mit ihrem Personal so knapp, dass sie sich im Moment nur auf wirklich das absolute Tagesgeschäft konzentrieren können. Die müssen irgendwie sehen, dass sie ihre Produkte zum Laufen kriegen, dass sie ihre Fabriken hinkriegen. Und alles, was darüber hinausgeht, sozusagen, selbst wenn man mit öffentlichem Forschungsgeld kommt, hat man manchmal schon Schwierigkeiten, die Firmen überhaupt davon zu überzeugen, dass sie dann auch ein bisschen noch investieren sollten, um die Dinge der nächsten Generation zu machen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns in einem extrem innovativen Umfeld. Ja, die neuen Chemien, die neuen Technologien kommen in ganz kurzen Zeitabständen. Und ein Konzern wie CATL, Weltmarktführer aus China, der investiert Milliarden in die Forschung, ja, in die Entwicklung selber, weil er das aus seinen Revenues, also aus seinen Einkommen sozusagen finanzieren kann. Ja. Und bei uns verdient halt noch keiner Geld mit dem Produzieren von Zellen. Also das ist das Problem. Ja. Und natürlich ist es da wichtig sozusagen, dass wir da von der staatlichen Seite her ja, diese Lücke sozusagen, bis eben auch wirklich in diesem Bereich richtig Geld verdienen kann, also eben unterstützt wird. Mal abgesehen davon, selbst sowas wie der Verbrennungsmotor, der 150 Jahre alt ist, hat nach wie vor bis jetzt sehr, sehr viel Geld auch aus der Forschungsförderung bekommen. Also jetzt zu meinen, dass so eine Technologie, die gerade mal 30 Jahre überhaupt im Markt ist an der Stelle und seit 2008 kann man sagen, beschäftigen wir uns in Deutschland ernsthaft damit, jetzt irgendwie ausgeforscht wäre. Also das ist absurd, ja. Herr Thielmann, habe ich das richtig gesehen? Sie haben Ja. eben Ja, ich wollte da auch nochmal sozusagen mit wer Sauer den internationalen Vergleich angestellt hat, auch einfach nochmal einsortieren, die strukturellen Unterschiede, die wir in Deutschland und Europa ja anders haben als die großen Konglomerate eben in Asien. Wir wissen ja, dass diese Forschung, die in der Industrie stattfindet, vor allem halt durch Großunternehmen gut machbar ist, die dann eigene Labore und Abteilungen sozusagen haben. Wir haben aber hier ja auch eine ganz stark mittelständisch geprägte Struktur in Deutschland und in Europa. Da wäre diese Aufgabe um ein Vielfaches zu groß, sozusagen, das alles nebenher mit zu stemmen. Also ganz viel auch zwischen den Industrien, zwischen den Zulieferketten und so weiter und so fort, ist hier an weiterem kontinuierlichen Forschungsbedarf sozusagen nötig. Das zeigt sogar sozusagen jetzt gerade in dieser jetzigen Phase, ne, wo die Industrie auch im Aufbau der Produktion ist und nicht alles sozusagen gleichzeitig machen kann, dass hier definitiv eben diese weitere F&E-Unterstützung sozusagen nötig ist. Und wie ja gesagt und schon festgehalten, es ist ja nicht so, dass das in Asien eben nicht gemacht wird. Auch da wird ja hochgradig und massivst in die Forschung eben gesteckt. vielleicht kommen wir mal auf ein, zwei bestimmte dieser Chemien, die ja auch in der Presse gerne immer wieder genannt werden, als eine der Zukunftsträger für die Batterie, also der Zukunftsweg für die Batterieforschung. Ich glaube, über den Namen Festkörper oder Solid-State-Batterien, glaube ich, hatten Sie schon angerissen, Herr Winter. Was ist das, warum ist das wirklich so eine faszinierende Technik, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt? Was erwartet man? Also, ich habe jetzt ja auch die Frage aufgemacht, auch von dem Kollegen, der sie gestellt hat. Und ich würde versuchen, die ein bisschen ausführlicher zu beantworten. Also erstmal die drei Technologiezweige, die ich am Anfang vorgestellt habe, also Lithium-Ionen weiterentwickeln, Lithium-Metall-Batterien möglich machen, zum Beispiel mit Feststoffelektrolyten. Und das dritte eben dann lithiumfrei, kobaltfrei und vielleicht auch andere kritische Materialien rausnehmen. Das sind drei unabhängige Zweige.
Und wenn Sie mich fragen, was wird nachher kommen, ich hoffe alle drei. Ich hoffe, dass die Lithium-Ionen-Batterie es weitermacht. Und ich bin davon fest überzeugt, dass sie es tut, einfach weil sie einen sehr guten Eigenschaftsmix hat. Es wäre sehr schön, wenn das Lithium-Metall, was mit Flüssigelektrolyten unsicher ist, und dementsprechend können wir es im Moment nicht einsetzen, mit Feststoffbatterien nachher möglich gemacht wird. Das heißt also, durch die Festelektrolyte werden Lithium-Metall-Batterien überhaupt erst möglich gemacht. Und vielleicht kann man es auch noch sagen, eine Feststoffbatterie, weil die Komponenten sind viel teurer als bei einer Flüssigelektrolytbatterie, werden durch Lithium-Metall erst aufgewertet. Also Lithium-Metall ist eben ein Hochenergiematerial und damit wird so eine teure Feststoffvariante dadurch überhaupt erst marktfähig. Und das Dritte ist, wir brauchen kein Technologiemonopol, wir brauchen eine Technologie, Diversität und dementsprechend bin ich davon fest überzeugt, dass wir auch andere Technologien brauchen, die nicht Lithium enthalten. Ein schönes Beispiel ist die Natrium-Ionen-Technologie. Der Lithiumpreis war Anfang 2022 sehr, sehr hoch. Fünfmal so hoch wie heute und zehnmal wie das Jahr davor, also 2021. Also wirklich ein sehr hoher Lithiumpreis. Und dann wurde angekündigt, auch von den Chinesen, die Natrium-Ionen-Batterie kommt. Und sie kommt nicht nur für stationäre Speicher, sondern sie kommt auch in kleineren Fahrzeugen, also Elektrofahrzeuge. Und dann ist der Lithiumpreis auch einmal gesunken, weil man gemerkt hat, jetzt muss man schauen, dass man wieder auch mithalten muss. Also allein schon eine Alternativtechnologie zu haben, führt dazu, dass wir die Preise dann nachher dann auch dann runterkriegen können und das Technologiemonopol vermeiden können. Das muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend alle drei Sachen gleichzeitig. Und nochmal, die Feststoffbatterie macht eigentlich nur Sinn, weil sie so teuer ist, wenn man höhere Energieinhalte bekommt. Und da ist Lithium im Moment eigentlich das einzige Material, das uns dort erweitert. Das heißt also, andere Festkörperbatterien wären gar nicht denkbar. Richtig? Also Lithium ist für Feststoffbatterien das Nummer eins negative, also Minuspolmaterial. Es gibt auch Alternativen, aber die spielen im Moment eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Also Lithiummetalle ist ganz weit vorne. Sie hatten ja vorhin schon zwei Ziele skizziert. Ich glaube, als ich gerade damit gekämpft habe, mit Zoom wieder reinzukommen. Und wir haben eine Nachfrage dabei: wie vertragen sich diese beiden Ziele genau damit, dass Lithium so wichtig ist, eigentlich faktisch das einzige Material ist, was man für Festkörperbatterien benutzen kann? Will einer von euch mal was sagen, sonst sage ich das auch wieder. Ist ein Chemiethema, mache ich das, okay. Am schönsten wäre es, die Batterie zu haben, die alles gleichzeitig hat. Ich habe das mal den Alleskönner genannt, den Allrounder im Englischen. Ja? Und also die hohen Energieinhalte hat, die schnell ladefähig ist, die das lange Leben hat, die sicher ist, so sicher wie es nur geht. Und die kostengünstig ist und jetzt zukünftig dann auch dann, die mit Rohstoffen betrieben wird, die leicht zugänglich sind, auch politisch leicht zugänglich sind und eben dann nachher auch dann vielleicht sogar nachhaltig dann ist. Zumindest in großen Teilen nachhaltig. Die Realität ist, wir können das alles realisieren, alle sechs Punkte, aber leider nicht mit einem Batteriesystem. Das heißt, da müssen wir irgendwie Kompromisse machen. Und die Lithium-Ionen-Batterie ist im Endeffekt der beste Kompromiss zwischen all den Punkten, die wir haben, insbesondere weil sie nicht fertig ist. Die Lithium-Ionen-Batterie ist wie die Feststoffbatterie, ist eine Familie von Zellchemien. Und da kann man dann im Prinzip wie beim Baukastenprinzip immer wieder einzelne Bausteine rausnehmen, neue Bausteine reintun und schauen, ist das kompatibel mit dem, was vorher war, und so die Batterie sukzessive weiterentwickeln. Das macht sie so hochinteressant. Die Ziele sind eben dadurch. Also wenn wir jetzt dann ganz fern in die Zukunft schauen, vielleicht gibt es dann mal irgendwann die Superbatterie, die alles drei hat. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wir eher eine Technologievielfalt haben werden und dass wir bei einigen Anwendungen vielleicht auch dann sogar einen Wettbewerb haben werden zwischen den Technologien. Aber bei anderen ist sie einfach klar herausschält, für diese Anwendung ist diese Batterie das Allerbeste. Das. Ja, Herr Sauer, machen Sie Ja, mal. vielleicht, wenn ich gerade nochmal dazu ergänze, Martin Winter hatte das ja schon in Bezug auf Lithium ausgeführt. Genau das Gleiche sehen wir an den Rohstoffmärkten ja auch bezüglich Nickel und Kobalt, die ja immer auch als sehr knappe Materialien gehandelt werden. Auch da ist der aktuelle Preis noch ein Drittel von dem, was wir vor einem Jahr oder anderthalb hatten, ist eher so auf den 10-jährigen Mittel ungefähr der Preise wieder zurückgefallen. Das heißt, die Rohstoffmärkte weisen hier keine erwarteten Knappheiten aus für den Moment. Und das liegt eben auch daran, dass es Alternativtechnologien gibt. Für die Alternativtechnologie für die Meidung von Kobalt und Nickel sind die Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und eben weil diese Materialien teuer geworden sind, hat die Benutzung von Lithium-Eisenphosphat, gerade auch in der Automobilindustrie, gerade auch vom chinesischen Markt ausgehend, massiv zugenommen.
Der war 2022 dann schon bei 30% und das von fast null innerhalb von 3 Jahren. Das heißt, man sieht eben, dass es funktioniert auch. Also Märkte zusammen mit Forschung funktionieren insofern, dass wenn sich herausstellt, dass es in gewissen Bereichen Knappheiten gibt, dann gibt es Ausweichmöglichkeiten. Das Eisenphosphat und auch Natriumbatterien sind aber auch insofern interessant, weil sie ein bisschen auch die Abkehr davon sind, dass es einfach immer höhere Energiedichten sein müssen. Wir sagen schon sehr lange, die Reichweite eines Elektrofahrzeuges begrenzt sich nicht wirklich durch das Gewicht der Batterie. Ja, Sie merken das ja als Autofahrer gar nicht eines Elektrofahrzeuges, ob Sie da 200, 300 Kilogramm mehr Gewicht im Auto haben. Die Elektromotoren sind so durchzugsstark, ja, dass vom Fahrerlebnis her macht das keinen Unterschied. Wichtig ist, was kosten diese Batterien? Lithium-Eisenphosphat ist günstiger als die klassischen Lithium-Ionen-Batterien mit Nickel und Kobalt. Und die Natrium-Batterien, ja, können vielleicht noch mal deutlich günstiger sein. Das ist eben auch etwas, was wir eben uns anschauen müssen. Der große Marktdurchbruch kommt dann, wenn Dinge günstig werden. Ja? Und da müssen wir auch uns immer ein bisschen auch in die eigene Nase fassen. Wir haben sicherlich gerade in Deutschland zu lange immer nach nur höheren Energiedichten gestrebt sozusagen und dabei übersehen, dass es an anderen Stellen dann auch Entwicklungen gibt, die vor allen Dingen den Preis im Visier haben und den man eben in den heutigen Purpose-Design-Fahrzeugen mit diesen mit den Batterien im Unterboden, da ist einfach genug Platz, ja, da kommt man auch mit den Batterien rein. Herr Thielmann. Ja, ich würde das auch gerne nochmal so ein bisschen in so eine marktwirtschaftliche Perspektive einsortieren wollen, weil das zeigt ja jetzt eigentlich ganz gut, also auch die Forschung sozusagen an alternativen Technologien, wie bedeutend und wie wichtig das ist. Sei es aus eben Souveränitätsgründen, Abhängigkeiten vermeiden von Rohstoffen, von Technologien, von anderen Ländern eben. Gleichzeitig ist natürlich dann die Frage, sind diese Technologien eben skalierbar? Und ich denke, da ist einfach wichtig, also wir werden nicht drum rumkommen, eine Lithium-Ionen-Batterieindustrie sozusagen aufzubauen. Dann ist ja die Frage, sind die Alternativen sozusagen Drop-in-fähig? Haben wir Drop-in-Lösungen? Weil dann kann natürlich die ganze Produktion nicht völlig neu irgendwie entwickelt werden müssen. Und da gibt es ja jetzt eben Hinweise, nur mit den genannten Beispielen, auch Natrium-Ionen, dass das eben sowas sein kann. Und also diese Alternativen müssen wir uns eben auch für Deutschland und in Europa offen halten. Und ja, wie gesagt, daran wird eben auch noch geforscht und das ist nicht zu Ende geforscht und kann nicht sofort einfach von der Industrie übernommen werden. Herr Thielmann, ich würde gleich. Vielleicht Ja? eine kurze Ergänzung machen, weil es auch ein bisschen auf die Frage einer der Kolleginnen oder Kollegen hier abgezielt hat, nämlich wie groß und bedeutend sind denn eigentlich die Kürzungen, die da jetzt stattgefunden haben? Ja, weil ein bisschen Geld, Martin Witte hat es ja angedeutet, ist wieder dazugekommen. Aber vielleicht nur mal so als Beispiel, es gibt einen großen Projektantrag, in dem sich wirklich die wesentlichen Industriefirmen und die Forschungseinrichtungen zusammengetan haben, um eben gerade dieses Thema Natrium-Ionen-Batterien jetzt möglichst schnell und konzertiert anzugehen, um eben hier auch, ja, auch da zu verhindern, dass die Rückstände gerade auch hier gegenüber China wieder zu groß werden. Und allein für diesen Forschungsantrag wären Fördermittel von etwa 35 Millionen Euro notwendig. Das ist nur ein Forschungsthema, ein kleiner Bereich. Und der würde also 50% des dies Jahr und für die Folgejahre zur Verfügung stehendes Budget aufbrauchen. Ne? Also stehen jetzt irgendwie 70 Millionen Euro zur Verfügung für Projekte, die von jetzt, also von 2024 bis 2028 durchgeführt werden. Und der Bedarf und vor allen Dingen auch die ganzen Vorbereitungen für Projekte, es sind ja letztes Jahr ein sogenanntes Dachkonzept, hat das Bundesforschungsministerium, in dem es Forschungscluster gibt, die sind letztes Jahr alle zur Neuausschreibung vorbereitet worden. Also allein wenn man diese Dinge zusammenzählt, es sind von dem, was an Geld für dieses Jahr bis kurz vor Weihnachten eigentlich fest ausgegangen war in der Industrie, in der Forschung, beim Projektträgern, beim BMBF, sind irgendwas um die 20%, 25% vielleicht übrig geblieben. Das heißt, wir reden hier von einer Kürzung um 75% mindestens. Und es ist schon klar, dass jeder vielleicht zu den Einsparmaßnahmen beitragen muss, aber 75% ist halt ein Kahlschlag. Das sehe ich auch so. Hatte aber gerade mit angefangen, Herrn Thielmann noch eine Nachfrage zu stellen.
die aber auch zu Ihnen passt, nämlich, weil Thema trotzdem, welcher Technologie, auch das ist eine Frage von unseren Kolleginnen und Kollegen, hat denn Europa in der Industrie, in der industrienahen Batterieforschung eine echte Chance bis jetzt im globalen Wettbewerb? Wie sehen Sie das? Also, wie gesagt, ich sehe nur, dass wir werden nicht von einem Aufstellen im Bereich der Lithium-Ionen-Batterie wegkommen und müssen dann schauen, können wir weitere alternative, drop-in-fähige Technologien sozusagen aufbauen. Sicherlich ist eine Natrium-Ionen-Batterie hier eine, die große Diskussion ist. Und bei weiteren müssen wir halt schauen. Im Wesentlichen hat sie eine Skalierungsfähigkeit sozusagen. Und insofern werden wir da nicht drumherum kommen, sozusagen an den genannten Technologien eben weiter zu forschen und die aufzubauen. Herr Winter, Ja, also. das heißt aber auch, es gibt nicht so die eine Technik, ist das richtig, so die eine Technik, mit der wir überholen können? Also, wenn man es nur das Auto anschaut, und das, wie das schon meine beiden Kollegen auch schon gesagt haben, es gibt eben viele Anwendungen, andere Anwendungen als das Auto, dann kann man sagen, es gibt ein Premium-Segment, es gibt so ein Mainstream-Segment und es gibt so ein günstiges Segment. Und im Premium-Segment kann man zum Beispiel Lithium-Metall-Batterie verorten. Zum Beispiel mit den Feststoffen. Das ist eine teure Batterie, die wird uns mehr Reichweite bringen. Ja, und dementsprechend für einige Fahrzeuge, und Deutschland hat viele Premium-Hersteller, ist das eigentlich eine Technologielösung. Und viele sagen, die nächsten 5 Jahre, da werden wir etwas Feststoff enthaltenes haben. Vielleicht nicht all Feststoff, aber etwas Feststoff enthaltenes haben. Das heißt, das ist ziemlich nah dran, das ist industrienah. Und Deutschland ist dort an der Stelle weltweit führend. Wir sind, was Feststofftechnologie in der Forschung betrifft, sind wir ganz vorne mit dabei. Da haben wir uns sehr gut positioniert. Muss man einfach sagen, haben wir auch früh genug gesehen. Das zweite ist die Lithium-Ionen-Technologie. Das ist einfach eine Technologie, die die Industrie jetzt im Moment hochfährt. Axel Kiemel hat es ja auch schon gesagt. Die brauchen aber uns da auch. Die kommen immer wieder mal und fragen dann, wir haben da jetzt hier ein Problem, Qualitätskontrolle, analytisches Problem. Das müsste jetzt uns mal schnell helfen, weil wir müssen jetzt weiter aufbauen und ihr müsst uns dabei helfen. Also es ist auch viel anwendungsnahe Sachen, die aber durchaus einen Forschungscharakter haben, wo wir nicht einfach Troubleshooting machen und einfach rumprobieren, sondern auch versuchen, dann nachher systematisch der Fehlersuche und der Verbesserung des Prozesses auf den Grund zu gehen. Und zwar ist das wahrscheinlich nicht nur auf der Zelle, sondern auch auf der Systemseite so. Und das Dritte ist dann die Natrium-Ionen-Batterie. Man muss hier sagen, wir haben alle, sagen wir so, Grundlagen dafür da, alle Voraussetzungen sind gegeben. Wir haben uns aber aufgrund dessen, weil die Mittel immer klein waren für Batterieforschung, das BMBF ist stolz darauf, in 15 Jahren 1 Milliarde Euro gefördert zu haben. 15 Jahre 1 Milliarde Euro. Ja. Am Anfang war das ja auch in Ordnung, weil wir ja angefangen haben, da reichten ja schon kleine Summen um die paar Batterieforscher dann. Aber inzwischen sind wir eine große Community und dementsprechend war das immer, das war eigentlich nie genug Geld in dem Sinne. Wobei ich kann verstehen, dass Leute sagen, ja, die Forscher wollen immer nur mehr Geld haben. Ich vergleiche mich nur mit der Welt und das ist Deutschland, ehrlich gesagt, der Output an ausgebildeten Menschen und der Output an Forschungsdaten, der ist enorm für das, was an Geld reinsteckt. Und da muss man einfach sagen, bei Natrium-Ionen-Batterie haben wir alle Voraussetzungen, wir können das produzieren, weil es wird ähnlich wie Lithium-Ionen produziert. Wir haben die entsprechenden Systeme dafür, wir müssen das entsprechend anpassen. Wir müssen jetzt einfach nur angehen jetzt. Ne? Und deswegen, also das hat schon eine sehr hohe Priorität, aber es ist einfach so schade, wie es Dirk Uwe gesagt hat. Dann machen wir jetzt mal Natrium-Ionen-Batterien und die anderen Sachen lassen wir einfach mal ein paar Jahre laufen, weil dafür kein Geld da ist. Das ist eben das ist wie in der Bundesliga. Ne? Wenn Sie zwischendurch mal zwei, dreimal unentschieden spielen oder einmal verlieren, dann kommen Sie auch in die Spitze nicht mehr so schnell rein. Das wird dann wieder Jahre dauern, bis wir dort sind. Also wir sind in allen Technologien eigentlich wettbewerbsfähig. Feststoff sind wir sehr gut. Lithium-Ionen, glaube ich, sind wir auch sehr gut. Und Natrium-Ionen haben wir jetzt die Aufholjagd begonnen mit extrem guten Trainingswerten, sage ich mal so. Aber jetzt müssen wir das noch zeigen im Wettbewerb. Vielleicht, was auch immer wieder nachgefragt wird, wenn wir nochmal auf die Marktseite gehen. Wir haben eben sozusagen jetzt eine kleinere Auswahl von Technologien, wie Martin Winter auch gesagt hat, ne, wo wir in bestimmten Segmenten sind, wie jetzt eben jetzt bei Elektroautos, was halt einen massiven Markt ausmacht. Wenn wir jetzt im Bereich der stationären Speicherung gehen, da gibt es sicherlich weitere und noch mehr Lösungen, die auch relevant sind. Also auch dieses ja, zu schauen, da wo es eng wird, ne, dass man sozusagen auch auf andere Technologien ausweichen kann.
nehmen wir Natrium-Schwefel oder auch Redox-Flow-Batterien und so weiter. Aber die Märkte sind halt bedingt groß an der Stelle. Und da muss man sozusagen sich auch anschauen, wie groß die Nachfrage da in welchen Bereichen ist. Und dass man sozusagen jetzt nicht jede Technologie sozusagen in jede Anwendung einfach reinbringen kann. Das wollte ich einfach da nochmal ergänzen. Vielleicht bin ich das ganz kurz da, weil das passt gut dazu an der Stelle. Tatsächlich, das soll man immer nicht unterschätzen. Solche Technologien haben natürlich auch dann eine Chance, bei uns wirklich auch industrialisiert zu werden, wenn sie bei uns auch eingesetzt werden. Im Automobilsektor ist das ja der Fall. Da haben wir ja die starken Automobilhersteller und die haben entsprechende Abnahmen. Aber gerade auch bei diesen stationären Bereichen, die Herr Thielmann gerade genannt hat, da ist der Bedarf an reinen Großspeichern ist in Deutschland, ist in Mitteleuropa, ist noch klein. Ja? Man kann sagen, glücklicherweise, ja, weil wir einfach ein sehr stabiles Stromnetz haben und wo viele große Speicher gebaut werden in den USA, in England, das liegt einfach daran, dass die ein schlechtes Stromnetz haben an der Stelle. Aber bedeutet natürlich auch, dass wir da nicht unsere Firmen nicht gerade mit dem heimischen Markt in irgendeiner Pole Position sitzen, um eben auch diese Technologien in den sowieso schon sehr kleinen Märkten anzugehen. Ne? Herr Winter, Herr Thielmann, haben es ja schon gesagt, grob gesagt kann man sagen, und alle Prognosen sehen das für die Zukunft auch so, 90% des Batteriemarktes ist Automotive und alles andere sind 10%. Ja, so, und das ist, da sieht man sozusagen, wo die Innovation herkommen kann oder muss oder wo die Economy of Scale-Effekte herkommen. Und deswegen werden eben auch die Batterien, die in dem Fahrzeugsektor eingesetzt werden, auf lange Zeit eine ganz große Rolle in allen anderen Sektoren spielen, weil keine andere hat die Chance, eben in diese Kostendegression hineinzukommen. Wir haben jetzt noch eine Frage bekommen, die aber nicht auf die quasi Produktion, nicht auf das Vorfeld, sondern auf das, was am Ende des Lebens an der Batterie passiert, zielt, nämlich auf das Recycling. Die Frage geht in die Richtung, wiefern denkt eigentlich die Forschung oder die Weiterentwicklung diesen Punkt mit? Was ist da der aktuelle Forschungsstand in Deutschland, auch verglichen mit dem Ausland? Können wahrscheinlich alle was dazu sagen. Ich glaube, das ist bei uns sehr weit fortgeschritten. Da wird parallel von Anfang an weitsichtig, kann man sagen, auch vom Forschungsministerium Geld reingesteckt. Sprach vorhin schon von dieser Innovationspipeline, die es rund um die Zellentwicklung gibt. Einer dieser sechs oder sieben Cluster, den wir da haben, einer der großen Cluster, beschäftigt sich ganz speziell mit dieser Frage des Recyclings. Und wir hatten gerade vor 2 Wochen das Abschlussmeeting dazu. Das ist wirklich schon auch beeindruckend zu sehen. Im Prinzip stehen inzwischen Technologien zur Rückgewinnung von allen Materialien zur Verfügung. Selbst in Graphiten, die in den Batterien drin sind, die können zurückgewonnen werden. Das ist tatsächlich gut soweit. Die industrielle Umsetzung sozusagen, die krankt noch ein bisschen daran, dass es halt im Moment noch relativ wenig Batterieschrott gibt. Ja, der Hauptbatterieschrott, den man in den kommenden 3, 4 Jahren erwartet, ist der aus dem, was an Ausschuss aus Batteriefabriken kommt. Ja. Und das ist natürlich ganz logisch, weil also die Batterien in den Fahrzeugen sollen ja irgendwie wenigstens 10 Jahre leben. Das heißt also, die Fahrzeuge, die wir jetzt auf den Markt bringen, bringen ihre Batterien erst in 10 Jahren zurück. Und man kann durch einen Dreisatz ausrechnen, dass selbst wenn die Batterietechnologien die gleichen bleiben würden und auch 2035 höchstens 25% der Materialien aus Recycling gewinnen kann, weil eben die Hochlaufkurve so steil ist. Das bedeutet aber eben auch, was so oft in den Raum ge oder oft wird so suggeriert, also wenn wir das Recycling beherrschen, dann werden wir jetzt unabhängig von Rohstoffmaterialien. Ja, aber irgendwann jenseits von 2040. Ja? Also bis dahin sind wir hochgradig angewiesen auf den Import von Materialien oder eben dann der Ausweich auf Technologien wie eben zum Beispiel diese Natriumtechnologien, wo wenig drin ist, was wir importieren müssten. Aber ja, das Recycling ist extrem wichtig, aber überhaupt gar keine kurzfristige Lösung für irgendwas im Moment. Herr Thielmann, wissen Sie zufällig, welche Rolle Recycling von Batterien zum Beispiel in China spielt? Also in China wissen wir, dass
kann aber, glaube ich, Herr Sauer da noch mal deutlich besser sagen. Wir schauen das uns an von den Akteuren, die sich natürlich da auch positionieren. Und da ist ein überwiegender Teil jetzt von globalen Recycling-Aktivitäten und Unternehmen in China zu verorten. Wir sehen eine lebhafte Szene in Deutschland und Europa auch, die sich aufbaut. Das Ganze ist noch stark fragmentiert. Wir haben natürlich ja zwei große Unternehmen, die eine große Rolle dementsprechend auch spielen. Aber wie Herr Sauer schon gesagt hat, das Ganze wird langfristig gedacht und ist sozusagen im Aufbau. Aber auch da dürfen wir nicht naiv sein. Da sehen wir, dass China schon ganz weit auch ist. Und ich wollte nur noch mal ergänzen, dass wir natürlich auch in Europa mit entsprechenden ja, Direktiven, Batteriedirektive oder Critical Raw Materials Act ja auch Zahlen verknüpft haben, wo auch gefordert wird letzten Endes, um so eine zirkuläre, ja, eine Kreislaufwirtschaft eben herzubekommen, auch entsprechende Materialien eben zu recyceln. Also dem kann ich auch nochmal beipflichten. Das ist aber ein Langfristthema. Aber dennoch, denke ich, eine Säule einer zukünftigen Souveränität sozusagen auch für Deutschland und für Europa, um eben von Rohstoffen unabhängiger zu werden. Und vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass es staatliche Vorgaben gibt, weil wir sind ja heftig damit beschäftigt, versuchen, die Batterien günstiger zu kriegen. Das ist super. Billige Materialien, Eisenphosphat, Natrium. Aber es ist natürlich für die Recycler ist das natürlich sozusagen der Albtraum, weil also eine Batterie mit schön viel Kobalt, das recycelt man gerne, ja, aber eine Batterie auf Natriumbasis oder sowas. Das heißt also, wenn wir da nicht staatliche Vorgaben haben, dann wird das marktgetrieben eben nicht passieren. Ja? Also das ist vielleicht in all dieser Diskussion, die wir ja diese Tage auch immer haben, was muss der Staat, was kann er dafür, was darf er, wirklich auch nochmal ein gutes Beispiel dafür. Man kann nicht alle Dinge dem Markt überlassen, zumindest wenn man eben solche Dinge wie technologische Souveränität oder Materialverfügbarkeiten oder sowas eben auch als einen Wert betrachtet, der sich nämlich eben in diesen internationalen reinen marktgetriebenen Aktivitäten nicht abbildet. Ja. Wir sind schon ziemlich weit am Ende. Wir haben aber noch eine Frage und die finde ich passt auch sehr schön eigentlich zum Abschluss. Nämlich wünscht eine Kollegin zu wissen, wie können Sie sich erklären, warum es jetzt ausgerechnet die Batterieforschung als Schlüsseltechnologie für die Zukunft trifft? Warum? Ist das Lobbyarbeit? Sind das Forschungsziele, die doch daneben gegangen sind? Ist das irgendwas, was fehlt da? Vielleicht machen wir die Runde einfach rückwärts. Ich fange mit Herrn Thielmann an, dann Herrn Sauer und Herr Winter gehört dann das Abschlusswort, wenn es okay ist, das so zu machen. Herr Thielmann. Also ich würde fast mutmaßen, wir haben ja das Gespräch begonnen mit dem KTF und den Kürzungen und es geht ja um diesen Titel Maßnahmen für die Elektromobilität, der wurde irgendwie gestrichen und ich würde jetzt mutmaßen, das war zuletzt wahrscheinlich den Beteiligten klar, was da genau drunter steckte. Und damit ist es vielleicht einfach, ja, leider Gottes jetzt ein Pilot, an dem wir wahrscheinlich auch eine Frage für die Zukunft für andere Schlüsseltechnologien beantworten. Ich glaube nicht, dass es die Batterieforschung hier explizit getroffen hat. Da hätte dummerweise vielleicht auch eine andere Technologie drunter stecken können. Aber jetzt ist es nun mal Anlass für diese Diskussion und ich bin mir sicher, das wird nicht bei dem Thema, wir müssen insgesamt sparen und die Ressourcen sind knapp. Das wird sich sicherlich auch auf die Frage zu anderen Schlüsseltechnologien eben ausweiten, die Frage. Herr Sauer, Lobbyarbeit? Hätte es andere Techniken? Wie sehen Sie das? Also erstmal ist es ein Stück weit Pech. Ja? Pech insofern, als eben jetzt ausgerechnet eben die projektorientierte Forschungsförderung und für die Batterienbereich, und darum geht es ja hier, eben im KTF angesiedelt ist und nicht in der Haushaltsposition des BMBF. Ja? Wenn es im Haushalt des BMBFs gewesen wäre, dann wären wir vielleicht von den globalen Minderausgabenkürzungen irgendwie betroffen gewesen oder sowas. Der KTF eben jetzt in besonderer Weise. Also ja, das haben wir alle vielleicht im Vorhinein das Risiko nicht so richtig gesehen, dass das Geld eigentlich alles aus diesem KTF kommt an der Stelle. Aber von daher vielleicht ein Stück weit Pech. Aber ich glaube auch, es ist vielleicht nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt halt auch eine Gruppe Politikerinnen und Politiker in Berlin, die ja immer wieder meinen, dass die Zukunft nicht in der Elektromobilität liegt, sondern dass man lieber auf Wasserstoff und auf E-Fuels setzen sollte. Und ich kann mich dem Eindruck nicht ganz erwehren, dass es da schon auch Leute gibt, die auf diese Art und Weise ganz
ja, ganz elegant sozusagen auch was abgeräumt haben, was eigentlich nicht in ihre politische Agenda passt. Herr Winter, wie sehen Sie das? Also, da ist viel dran von dem, was der Dirk Uwe und der Axel gesagt haben. Ich habe das Gefühl, dass Politik auch immer damit zu tun hat, dass man in der Legislaturperiode seine eigene Handschrift auf bestimmte Projekte geben möchte. Und man erbt dann eben auch Projekte von der Vorgängerregierung. Und man sieht ja auch dann, wir haben ja große Probleme auf vielen Bereichen und es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, und wir packen die Probleme an, weil die Vorgängerregierung hat ja alles laufen lassen und die Opposition sagt genau das Gegenteil. Das heißt also, die Batterieforschung ist eigentlich ein Projekt der Vorgängerregierung gewesen. Das ist so 2006, 2007 beschlossen worden. Damals hatten wir, seitdem hatten wir immer die gleiche Kanzlerin und jetzt müssen die das im Prinzip weiterführen und wollen doch auch ihre eigenen, sag ich mal, Signatur unter ihre Legislaturperiode schreiben. Das ist, glaube ich, das erste Thema. Es ist nicht so, wir führen unser eigenes Projekt jetzt gerne weiter, sondern wir wollen auch gerne neue Projekte machen. Das zweite ist, ich glaube, die Automobilindustrie ist nicht geschlossen an der Stelle. Es gibt also dort Einrichtungen in der Automobilindustrie, die stehen voll in der Elektromobilität. Ich meine, das ist vielleicht auch nicht bekannt. Also Wochen später, nachdem die Kaufprämie gekürzt wurde, haben die alle ihre Ausgaben kürzen müssen für die Batterieforschung. Die Marge muss stimmen, das sind größtenteils Aktiengesellschaften. Und das Erste, was gespart wird, ist Forschung. Und die erwarten alle, dass in diesem Jahr der erste oder zweite Automobilist sagen wird, wir gehen wieder auf Verbrenner, weil wir sehen nicht mehr, dass das für die Bundesregierung wichtig ist. Und ich denke mir, dass diese Fraktion, die im Prinzip da denkt so von wegen, wir machen weiter wie bisher, die wächst wieder in ihrer Stärke, also in ihrer Bedeutung, eben auch durch den Wandel der politischen Rahmenbedingungen. Die ganze Welt setzt auf Elektromobilität, gerade auch Fernostasien, emissionsarme Innenstädte, Vorgaben für die CO2-Reduktion und so weiter. Nur wir glauben, dass wir hier so eine eigene Blase machen können, so, wo wir dann das weiterführen wie bisher, was sicherlich auch mit Vorlieben zu tun hat von Politikern. Also ganz salopp formuliert, die Batterie ist nicht mehr ein Lieblingsprojekt dieser Regierung. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, jetzt, also wir haben ja doch ein bisschen, sage ich mal so, darauf hinweisen können. Also das Ganze war ja irgendwie kurz vor Weihnachten publiziert, also und man konnte auch wirklich kaum was mobilisieren zwischen den Feiertagen. Das muss man einfach mal sagen, über die Feiertage war es schwierig, aber wir haben doch dann nachher dann darauf aufmerksam gemacht, was das bedeutet, dass das eben die Batterieforschung nicht irgendwie so ein Spaßding ist und wir machen da auch noch dort ein bisschen Forschung, sondern was das eben auch für die Volkswirtschaft Deutschland bedeutet und eben auch betriebswirtschaftlich, Mittelstand, große Unternehmen, die Ausbildungsthematik. Wir haben doch ein bisschen entgegenwirken können. Das Problem, was ich sehe, ist, wir müssen nächstes Jahr noch wieder sparen. Der KTF hat ja dieses Jahr ein Sparziel und nächstes Jahr ein zusätzliches Sparziel. Das heißt, ich weiß nicht, welche Technologie es dann treffen wird. Das hat, so wie Axel auch, glaube ich, gesagt, das heißt, es kann auch jemand anderen treffen dann nachher. Und der wird sich dann auch aufregen. Und dann wird man vielleicht dann sagen, ja, jetzt die Batterieforschung hat ja schon was bekommen, ne, für ein Jahr, man muss das auch festhalten. Für 2025 gibt es keinen Plan, wie es weitergeht. Null. Genau 0 € sind dafür vorgesehen für 2025. Und 26 und 27, 28 genauso. Ne, deswegen, also, ich würde mir wünschen, dass hier jemand das nicht zu Ende gedacht hat. Aber ich kann auch mit dir, Uwe, mitgehen, der sagt, da steckt vielleicht doch auch ein Plan dahinter, um wieder das Rad der Zeit, das sich überall auf der Welt schnell dreht, und zwar in Richtung alternative Antriebe, effiziente alternative Antriebe, und dass die Batterie eben weit vorne bei der Effizienz, zumindest lokal hier in Deutschland und vielleicht auch in Europa ein bisschen aufzuhalten und zurückzudrehen. Ob wir die richtigen Forschungsziele haben und Abgänge führen, ich sage für das muss ich nochmal ganz klar betonen, da bin ich auch sehr stolz darauf. Wir haben wirklich bei Null angefangen. Wir haben was. Zu Recht, wir haben eine Struktur der Batterieforschung, die kein anderes Land hat. Die Batterieforschung ist auch innerhalb Deutschlands mit dem Dachkonzept einmalig. Es gibt solche Konzepte in anderen Wissenschaften nicht. Wir haben Strukturen aufgebaut, wir haben Kompetenzzentren aufgebaut, wir haben im Prinzip auch zugeordnete Aufgaben dann. Also die Industrie weiß genau, wen sie in Deutschland ansprechen muss, wenn sie ein bestimmtes Problem hat. Und das muss man ganz klar sagen, das haben andere Länder nicht. Die wollen das auch einführen. Also zum Beispiel aus Skandinavien, die wollen das Konzept, das wir haben, wollen die jetzt auch übernehmen. Ich finde, dass wir für das, was investiert wurde, eine herausragende Ergebnisse erzielt haben. Eine Industrie, die bis 2015, Stichwort Dieselskandal, eher zurückhaltend agiert hat, jetzt doch
also dann auch nicht nur mit entsprechendem Personal, sondern auch mit Know-how versorgen konnten. Wir sind deren Ansprechpartner. Wir können mit denen nachher, wir sind deren Sparringspartner. Mit uns können sie was machen. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn das im November gewesen wäre, dann hätten wir noch ganz anders agieren können als über die Feiertage. So ist es einfach echt schlechtes Timing gewesen. Und sagen wir so, uns wurde eben auch gesagt, ihr müsst eben alle sparen. Das Problem ist, das ist nicht richtig. Es werden auch viele neue Projekte einfach, zum Beispiel auch im Energiebereich, einfach so ins Leben gerufen, weil man einfach sagt, das möchten wir jetzt auch mal machen. Ne? Und das ist mein letztes Wort dazu. Wir haben jetzt 1 Milliarde und auch viel mehr von anderen Ministerien in die Batterieforschung gesteckt. Da ist jetzt was aufgebaut. Ne? Wollen wir das jetzt einfach verrotten lassen? Wollen wir auf all die Gebäude und die Geräte, die wir da haben, wollen wir da einen Zettel draufschreiben, dies ist eine Investitionsruine, Dankeschön, wir machen was anderes? Oder wollen wir das jetzt auch wirklich umsetzen in der Industrie? Also Phase 2, Umsetzung und Transferindustrie beginnt jetzt. Und entweder man committet sich dazu oder man kann auch sagen, dann bitte hier habt ihr einen Freifahrtschein, wir geben euch auch noch dann nachher dann noch ein Freifahrtticket, macht das Ganze doch im Ausland, inklusive Produktion. Diese Entscheidung muss dieses Jahr getroffen werden, wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Monaten, weil dann muss das Budget für 2025 und die Folgejahre dann eben klar wieder in Richtung Batterieforschung zeigen oder man manifestiert den Ausstieg und sagt, das ist. Vielen Dank, Herr Winter. Das war jetzt eigentlich unser Schlusswort. Ich hatte allerdings noch den Finger von Herrn Thielmann gesehen. Wollte es eigentlich nicht mehr, aber Herr Sauer sagt auch noch. Sauer brennt es noch, wenn doch was Ich im muss Sinn. nur eine kleine Zahl noch mal hinterher schieben zu dem, was Martin Witter gesagt hat, dass nach den vorläufigen Zahlen, die ich bisher gesehen habe, ist der Batterieabsatz für Elektro-PKWs weltweit ohne China, ja, also für den Rest der Welt, letztes Jahr um 48% angestiegen, eben das nochmal unterstützend. Ja. Also der weltweite Prozess ist völlig klar, wo es hingeht an der Stelle. Das ist, wo Deutschland versucht, manche meinen, eine Sonderrolle einnehmen zu können. Nicht umgekehrt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie alle. Unsere Zeit ist jetzt um. Mein Dank geht zum einen an Sie, Professor Winter, Professor Sauer und Dr. Thalheim. Mein Dank geht auch an unsere Kolleginnen und Kollegen, Vielen Dank. die hier bei uns gewesen sind, mein Gedank uns darüber schreiben werden. Mein Gedank geht auch an die Kolleginnen vom SMC, die hinter den Kulissen die Strippen gezogen haben und dafür gesorgt haben, dass bei allen kleinen Rumpeligkeiten, die hier mal so aufgetreten sind, es doch am Ende funktioniert hat. Und bleibt mir noch am Ende zu sagen, einen Mitschnitt laden wir in der kommenden Stunde hoch. Der wird dann auch ein maschinell erstelltes Transkript haben. Das ist noch nicht redigiert. Im Laufe des Montages werden wir das maschinelle durch ein redigiertes Skript ersetzen. Damit wünsche ich Ihnen allen gutes Gelingen, ein gutes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Thanks. Tschüss, herzlichen Dank. Danke, tschüss.